Hallo Erzählfreunde und willkommen zu diesem frostigen Video. Wie man sieht, ich trage Handschuhe, das heißt, es sind mal mindestens unter 20 Grad. Und ich weiß nicht, wie lange ich das hier noch durchhalte, ohne eine Entzündung im Hals zu kriegen, weil das Mikrofon jetzt hier offen sein muss. Wir fliegen heute das erste Mal den Blue 69, obwohl hier dran im Endeffekt nichts blau ist. Das Thumbnail vom letzten Mal war gefotoshoppt. Ich habe die Propeller einfach blau gemacht, weil ein bisschen Clickbait muss halt auch sein. Das Ding habe ich aber trotzdem so genannt, weil ich Blue RC und hier ist es TBS 69 und ich glaube, ihr versteht schon warum. Und wir fliegen das Ding jetzt mal. Ich habe leider noch keine GoPro-Halterung gedruckt, weil der Drucker ist, naja, weniger operational, aber das kriege ich noch hin. Jetzt erstmal nur DVR, aber umso besser, dann ist der Bildschirm nicht ganz so vollgeklatscht hier. Und bevor jetzt hier gleich noch irgendwelche Leute kommen, mit ihren Pferden reiten oder mit was weiß ich was reiten, ja, da kommen schon die Nächsten. Würde ich sagen, wir starten mal hiermit. Funk ist schon an und dann können wir das hier mal anschließen. Und was mir aufgefallen ist, ich habe ganz vergessen, das eingebaute OSD von der Kamera auszuschalten. Deswegen steht da jetzt unten noch so Foxy oder so ein Scheiß drauf. Das muss ich noch ausschalten. Der Stecker guckt ja an der Seite raus, aber ich habe es natürlich vergessen. Und hier sind auch noch die komplett originalen RAIDs drauf. Hier sind auch die komplett originalen PID-Einstellungen drauf. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist halt ne, so Videosender und sowas eingestellt. Aber ich denke mal, mit den originalen PIDs und so wird das zumindest fliegbar. Vielleicht kann man da später noch was optimieren. Aber ich lasse es jetzt erstmal so. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich den Akku hier reinkriege. Ich würde mal sagen, so. Okay, also Gott sei Dank ist das OSD von der Fox hier nicht über irgendwelchen anderen Elementen, sondern einfach unten so in der Ecke. Das ist dann nicht wirklich so störend, vielleicht nicht schön, aber juckt jetzt nicht. Besser als wenn das jetzt irgendwie übereinander gelappt wäre. Und da kommen auch schon die ersten Satelliten rein, 6 Stück sind schon in der Zahl. Das GPS-Modul scheint an der Stelle ganz gut zu funktionieren, teilweise funktionieren die ja gar nicht. Letztens habe ich eins gesehen, es hat drin 10 Satelliten bekommen. Meins an meiner NASCO kriegt draußen 5, wenn ich eine Dreiviertelstunde warte, also es ist ja, fragwürdig. Und dieses TBS 69 ist auch irgendwie ein bisschen, es funktioniert doch schon anders als die normalen Crossfire-Empfänger oder so. Das Ding ist nämlich jetzt auch gerade nur im ersten Modus, obwohl die Fernsteuerung direkt hier neben liegt. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, woran das jetzt liegt. Kann sein, dass das irgendwie andere Modi hat. Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, weil das auch an sich ziemlich anders funktioniert. So, 9 Satelliten. Meine Hände sind schon kalt, obwohl ich noch Handschuhe anhabe. Dann würde ich sagen, können wir mal probieren abzuheben. Ich mache jetzt auch gar kein Hovern ohne Brille, weil das habe ich schon drin gemacht und das scheint alles zu funktionieren. Ich starte jetzt nur mal eben die Aufnahme hier. So, jetzt synchronisieren wir den Bums mal. Und ja, klatschen mit Handschuhe ist trotzdem in Ordnung. Okay, dann ein paar Schritte zurückgehen, bevor das Ding hier noch in die Luft fliegt. Aufnahme läuft. Oh Gott, ey, ich kann jetzt schon die Finger kaum noch spüren. Also ganz ehrlich, dafür, dass ich mich hier so opfere, ne? Bei den Temperaturen will ich aber mindestens 69 Likes sehen. Sonst, ja, keine Ahnung, passiert irgendwas. So, Angle, Air und Engine Start. Holy shit. Das GPS-Modul, ja, ist leicht verzögert. Na gut, ich werde jetzt hier keine Reichweitenrekorde aufstellen. Boah, dafür, dass hier die Standard-PID-Einstellungen sind draußen, fliegt das Ding nicht gerade schlecht. Ich mache ja auch gefühlt nichts an den Sticks. Boah, das fliegt sich aber echt gut mit den Standard-PID-Einstellungen. Holy shit. Also, das ist schon so 95% fertig fast. Auch wenn ich jetzt noch nicht so extreme Sachen gemacht habe hier. Aber probieren wir was. Sogar wenig Prop-Wash. Also ein bisschen flattert das Ding. Ja, ganz leicht. Boah. Da sieht man, was gute Komponenten ausmachen können. Holy shit. Aber das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass die Standardeinstellungen so gut sind. Ein bisschen flattert das Ding, also ein ganz kleines bisschen überreagiert die. Ich glaube meistens bei so Yaw-Bewegungen. Aber ganz ehrlich, ich lasse die Einstellung einfach nicht so. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Weil
Ich bezweifle, dass ich es besser mache, wenn ich hier noch irgendwie dran rumfummel. Boah, selbst beim Cruisen 100 km/h. Jetzt schauen wir mal, dass der Akku hier ganz leer ist, was das Ding so drauf hat. Wie gesagt, Geschwindigkeit kommt etwas verzögert an. So, schauen wir mal. Oh. Boah. 180. 180 war da. Holy shit, das ist schnell. Nochmal in die andere Richtung. Oh, was das gerade war. Wie gesagt, das kommt verzögert. Ich glaube, der war gerade 186. Holy shit, fast 190 das Ding. Und das ist jetzt nichts. Das sind jetzt keine aggressiven Zweiblattpropeller oder sowas. Gut, ist jetzt auch ohne GoPro, okay. Aber ist trotzdem flott. Ist jetzt auch kein extrem kranker Akku. Ist jetzt normaler 1300er 6S Tattoo Airline. Die ist sogar ziemlich leise irgendwie. Also wenn man jetzt hier, weiß nicht, so ein 900 mAh oder 850 mAh oder sogar ein 1000 mAh und vielleicht noch etwas aggressivere Propeller dran macht, da fliegt das Ding aber locker 200. So, gucken wir mal, der Wind kommt von da. Das heißt, wenn wir in die andere Richtung fliegen, schaffen wir vielleicht sogar 200. Schauen wir mal. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Oh, ja, da hat das Ding ein bisschen Höhe verloren. Da schauen wir mal bei der Geschwindigkeit. Und ne, ja, nur 166 oder so. Kann auch sein, dass das GPS-Modul das nicht richtig erfasst hat. Das würde ich bei so einem Ding hier nie ausschließen. Ja, und da ist der Akku auch schon leer. So, dann machen wir es mal. Oh, der Kamerawinkel ist aber auch nicht gerade ohne. Okay, nicht die schönste Landung. Aber ich wollte die nicht auf dem Kopf landen oder so, dass die Kamera zerkratzt wird. Hey, aber no joke. 186 km/h, da steht es ja sogar nochmal. Und nur 22 Ampere. Nein, die Ampere sind natürlich nicht kalibriert. Aber wenn das Ding wirklich nur 22 Ampere ziehen würde, kann ich das Ding ja auch Green 69 nehmen. So spritsparend, wie das Ding hier ist. Aber nein, das Ding wird nicht Green 69 genannt. Ja gut, 3 Minuten 45 ist jetzt vielleicht nicht unbedingt rekordverdächtig, aber ist halt auch arschkalt draußen. Gut, der Akku war jetzt nicht kalt, aber trotzdem. Jetzt ist er auf jeden Fall schön warm. Kann ich mir erstmal die Hände dran wärmen. GPS funktioniert. Die PID-Einstellung würde ich sogar ehrlich gesagt lassen. Die Rates würde ich ein bisschen höher machen. Ich habe immer so 800 Grad. Das sind jetzt hier diese Standard 670er. Das heißt, ich würde die Rates nochmal auf 800 machen, die wie ich immer benutze. Und das Kamera-OSD ausschalten. Und dann sehe ich ehrlich gesagt keine große Einschränkung mehr. Vielleicht könnte man das so ein bisschen optimieren, die PID-Einstellung oder die Filter oder so. Weil das ein ganz kleines bisschen zittert, das Ding. Aber das macht es halt auch echt nur, wenn das schon richtig gepusht wird. Ne? Also ich finde das Ding super so. Muss halt nur noch eine GoPro drauf. Deswegen ergibt es jetzt auch keinen Sinn, an den PID-Einstellungen was zu machen. Weil wenn die GoPro drauf ist, ist das eh nochmal anders. Also ich würde es für jetzt erstmal so lassen. Finde ich super, das Teil. Und ich würde jetzt sagen, wenn ihr das Ding kaufen wollt oder die Einzelteile kaufen wollt, guckt in der Videobeschreibung. Aber die Einzelteile hiervon gibt es weder bei Banggood noch irgendwie bei FPV24. Aber falls ihr trotzdem meine Adventures hier unterstützen wollt, wie ich mich hier draußen für euch opfere und gleich meine Finger nicht mehr benutzen kann für die nächsten 2 Stunden, dann schaut trotzdem mal bei FPV24 vorbei. Ich schmeiß einfach mal einen Link zu irgendwelchen Akkus in die Beschreibung. Und wenn ihr irgendwas darüber kauft, kriege ich auch Affiliate-Punkte. Das würde mich sehr freuen. Und schaut auf jeden Fall bei FPV24 im Gewinnspiel vorbei. Das läuft nämlich jetzt jeden Advent. Das heißt, gerade eben ist noch was Neues rausgekommen. Und nächste Woche bin ich auch dabei. Das heißt, nächste Woche auch bei FPV24 die Glocke anmachen. Aber auf jeden Fall ein Like da lassen. Wie gesagt, 69 Likes. Oder ich werde das Gewinnspiel doch rückgängig machen bei FPV24. Ja, jetzt habe ich mein Drohmittel. So, aber bevor ich jetzt komplett erfriere und hier irgendwie in 300 Jahren als Mumie gefunden werde, würde ich sagen, war es das mit dem Video. Etwas kürzer, aber dafür etwas spektakulärer, etwas mehr Bewegung drin. Und ich benutze den Akku jetzt auf dem Weg nach Hause als Handwärmer. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.